Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Ich habe gerade mal einen Run gemacht, noch zusätzlich, einfach so. Und war wieder in Chuxi Ruxi. Und da habe ich jetzt mitgenommen quasi ein komplettes Raumschiff voll mit Mineralextraktoren. Also das Problem ist, Chuxi Ruxi hat keine guten Produkte für das System, wo ich jetzt bin, für die LHS 2691. Also hier, das passt nicht so gut zusammen, nur die andere Richtung geht halt gut mit dem Silber. Aber ja, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal machen. Ich habe jetzt momentan, wie viel Geld habe ich denn? 52.836, ist schon mal nicht schlecht. Und halt noch den kompletten Laderaum voll mit Mineralextraktoren. Da kriege ich jetzt leider nur, ich glaube, so um die 5.500 kriege ich jetzt dazu. Also macht echt den Bock nicht sonderlich fett. Und wisst ihr was? Ich fliege jetzt noch schnell doch zu dieser unidentifizierten Signalquelle. Ich will wenigstens noch ein bisschen Action haben. Wenn ich schon nicht viel Geld verdiene, will ich wenigstens jemanden die Fresse polieren. Fände ich sehr gut gerade. Hätte ich jetzt ziemlich Lust drauf. Dann könnte ich auch endlich mal richtig meine neuen Laser ausprobieren. Das habe ich ja noch nicht so ganz gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon in der Folge benutzt habe. Oder habe ich das nur offscreen gemacht? Weset gerade gar nicht. Aber könnte ganz interessant werden. Komm schon. Und wenn ich hier dann fertig bin, beziehungsweise wenn ich den nächsten Run mit dem Silber gemacht habe, werde ich wahrscheinlich mal ein anderes System ansteuern und mir mal da mal die Metallpreise anschauen. Vielleicht kann ich ja noch mehr rausholen als mit Chuxi Ruxi. Weil so viel kommt da jetzt auch nicht bei rum. Also wahrscheinlich beim nächsten Run, wie viel kann ich denn da machen? Kurz mal währenddessen rechnen. Warte mal, also ich habe wahrscheinlich dann so um die 60.000 geteilt durch 4.612 sind es, glaube ich. Da kann ich dann immerhin schon mal 3 Einheiten mehr mitnehmen. Aber so richtig viel Kohle kommt da ja auch nicht bei rum. Was haben wir denn hier? Cobra. Die ist gesucht. Oh, das ist aber nett. Hallöchen. Wie geht's Ihnen? Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein? Aber du kannst für mich sterben. Hab natürlich vergessen, Energie auf die Waffen zu geben. Das sollte nicht passieren. So, und meine kleinen Laser, die visieren jetzt das Kraftwerk an. Und die gerade ausgerichteten Laser, die schießen natürlich hin, wo sie wollen. Alter, warum hängst du denn so dicht an mir dran? Junge, flieg mal ein Stück weg. Oh, das funktioniert schon ziemlich gut, muss ich sagen. Der lässt irgendwelche Sachen droppen. Nicht abhauen. Ach komm. Der hat Uraninit, hat er droppen lassen. Und weg ist er. Jetzt weiß ich allerdings ehrlich gesagt nicht, wie viel Uraninit wert ist. Und vor allem auch, ob die das überhaupt brauchen. Das ist eine gute Frage. Leute, ich guck das mal kurz nach. Ich guck mal kurz eine alte Aufnahme. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das ziemlich viel sogar bringen. Also, wenn ich es auf dem Schwarzmarkt verkaufe, wahrscheinlich so um die 500. Da verdiene ich schon mal mehr mit, glaube ich, als mit dem Zeug, das ich jetzt gerade an Bord habe. Ist aber halt ein bisschen blöd, da müsste ich das jetzt halt alles rausschmeißen, ne?
Na gut. Mache ich aber jetzt trotzdem mal. Wie viel muss ich denn davon rausschmeißen? Abwerfen. Ich mache mal 5. Weiß gar nicht, wie viel von dem Zeug hier gerade rumliegt, von dem Uraninit. Nicht zu schnell. Ich will nicht schon wieder irgendwas kaputt fliegen. So, jetzt aber mal ganz langsam. Allerdings auch nicht zu langsam. Nicht, dass es gleich weg ist. So, Nummer Uno. Nummer 2 folgt sogleich. So. Und der Rest liegt alles da hinten, sagst du? Wo ist es? Hä? Wo ist es? Ach, da. Vielleicht können wir ja dann ein bisschen mehr kaufen. Also, ich kann ja beim nächsten Run Silber momentan, also mit dem Gewinn, den ich eigentlich gemacht hätte, nur so um die 13 S Tonnen Silber kaufen. Wenn das jetzt alles glatt geht, müsste ich vielleicht sogar 14 Tonnen kaufen können. Das wären immerhin schon mal fast 1000 mehr an Gewinn, was ich da rauskrieg. So. Einen muss ich dann noch rausschmeißen. Eins, bitte weg. Cargo scoop retracted. Was? Cargo scoop deployed. Cargo scoop retracted. Mein Gott, was passiert denn hier gerade? Cargo scoop deployed. So. Das müsste jetzt aber reinpassen, ne? Cargo hold at maximum capacity. Gut. Cargo ist voll. Cargo scoop. Und weiter geht's. Frameshift Drive charging. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Geld so klappt, wie ich mir das alles vorstelle. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht ein Verlustgeschäft gemacht habe. Das wäre super ärgerlich. Aber ich glaub's nicht. Nicht in die falsche Richtung fliegen, bitte. So. Viel Zeit habe ich noch. Ach, noch genug. Und da gehe ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht hin. Oder? Nee, komm. Hab jetzt gerade so viel Ladung dabei. Auch wenn sie nicht so viel wert ist, aber es wäre ärgerlich, wenn ich die jetzt verlieren würde. Wegen irgendwas. Außerdem bin ich, glaube ich, mit der ganzen Ladung nicht mehr so wendig wie vorher. Komm schon. Ist ja eigentlich jemand unterwegs? Eine Edda ist unterwegs, aber wahrscheinlich auch wieder kein Spieler. Oh, noch eine Edda und eine Viper. Warum haben die denn alle nur 69% Rumpf? Schiff der Systembehörden. Alter, jetzt wird sie aber gerade ganz schön voll. Was ist da los? Ganz schön viel Systembehörden hier. Warum haben die denn alle 69? Ich glaube, das ist ein Bug. Ups. Nicht vorbeifliegen. Da kommen immer mehr Schiffe dazu. Alter, was ist denn hier los? Warum sind denn auf einmal so viele Leute da? Crazy shit. Wenn hier so viel los ist, werde ich wahrscheinlich vor dem nächsten Silberrun doch mal zum Navigationssignal fliegen und mich da mal ein bisschen umschauen. Das ist ja nicht schlecht, was da abgeht. Oder wobei, mache ich das. Vielleicht mache ich das auch nach dem nächsten Silberrun. Das sagt mir die Uhr. Ah, wobei meine Uhr sagt, man könnte das eigentlich noch vorher einbauen. Ups. Landeerlaubnis anfordern, ganz vergessen. Ich bin mal gespannt, wie viel Kohle das jetzt gibt. Also,
kann es momentan ganz schwer einschätzen. Und der Like-Eis ist jetzt offline. Gehst du ins Spätschen? Oh mein Gott. Autsch. Ein Hoch auf die Schilde. Das hätte auch anders ausgehen können. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt keine Schilde angehabt. Matschepampe an der Scheibe von dem Kontrollturm wäre ich gewesen. Und zwar keine schöne Matschepampe, sondern mit vielen Bröckchen drin. Gib mir Geld, gib mir ganz, 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 ganz viel Geld, bitte. Fracht. Ja. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. 4592 Profit durch den Krempel und... Ach genau, und den Rest muss ich über den Schwarzmarkt verticken. Geht doch. Nicht schlecht. Da habe ich doch gut noch was an Gewinn gemacht. Und ich habe doch gerade noch ein bisschen... Ach nee, den habe ich gar nicht kaputt gemacht, ne? Scheiße, habe ich ganz vergessen. Wie weit ist denn das... Oder gibt es hier überhaupt ein Navigationssignal? Tatsächlich. Mr. Watt, nee. Oder? Wie mache ich denn das jetzt? Wie viel Zeit habe ich noch? Doch, komm. Ich fliege zum Navigationssignal. Dann können wir heute noch mal ein bisschen kämpfen. Muss ich mich aber beeilen. Dann mache ich noch mal... Wie viel Zeit mache ich denn dann noch mal? Machen wir noch mal so viel... Ja, kommt hin. Passt, passt, passt. Stoff. Dann können wir mal gucken, ob meine Laser auch in einem richtigen Gefecht was taugen. Aber ich denke schon. Die sind ziemlich, ziemlich knackig gewesen, wenn ich mir so die Anaconda angeschaut habe. Und das müsste eigentlich mittlerweile lang, um auch mal was Größeres zu besiegen. Geil ist halt keine Munitionsverschwendung mehr. Das Problem haben wir nicht mehr. Aber ich hätte halt viel, viel lieber ein paar richtig schöne Beamlaser, anstatt die Impulslaser. Das würde ich ziemlich feiern, muss ich sagen. Aber woher nehmen wir nicht stehlen? Das ganze Geld. Ne, ich fliege jetzt zum Navigationssignal. Ich lasse jetzt mal die ganzen unidentifizierten Signalquellen, lasse ich mal alle links liegen und hole mir direkt mal ein paar Schiffchen hier ab. Ich glaube, da habe ich einfach bessere Chancen, was Gescheites zu finden. Außer wir haben jetzt wieder so eine richtig scheiß Situation, dass wir wieder niemanden finden, der Dreck am Stecken hat. Das haben wir jetzt auch schon oft genug gehabt, also so unwahrscheinlich ist das ja gar nicht. Aber einfach mal Daumen drücken, Teller leer essen, dann wird das schon. Wie cool es einfach nur aussieht, wenn man so nah an der Sonne dran ist. Aber ohne Spaß, tun euch, wenn ihr da jetzt mal so reinguckt, tun euch da auch so ein bisschen die Augen weh, so im ersten Moment von der Helligkeit. Also bei mir zieht es da erstmal so ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Zeichen. Vielleicht ist ja einer von euch Augenarzt. So, was haben wir hier? Wie sieht es mit dir aus, Transporter? Du wärst perfektes erstes Ziel. Ne. Und du? Ne. Und du? Ah ne, du bist der Transporter. Da ist eine... Warte mal, hier hinten sind noch ein paar Flugzeuge.
Typ 7 Transporter. Sauber. Igel. Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Soll heute etwa wieder so ein blöder Tag sein, wo es hier nur nette Leute gibt. Wer scannt mich denn jetzt? Da ist jemand, den habe ich noch nicht gescannt. Was? Was bist du für ein Bauer? Super, auch noch eine Python. Ach du Scheißendreck, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sich gleich so ein Bobby auf mich stürzt. Wo ist das Kraftwerk? Da ist es. Das wird jetzt nochmal ein ordentlicher Brocken zum Abschluss der Folge. Was lässt er da fallen? Galit. Aha. Willst du mich besänftigen oder was? Lass mal schön in die Haare schmieren, mein Freund. Auch wenn du wesentlich stärker bist als ich. Klein kriege ich dich trotzdem. Dauert vielleicht einen Moment, aber ich krieg dich. Pummeltrine, Alter. Scheiße, und jetzt habe ich noch einen zweiten Kerl am Arsch hängen. Oh oh. Wer ist denn der zweite? Ach, geil. Warte mal. Dann mache ich erst den zweiten weg. Das ist nämlich nur eine Igel. Und kümmere mich dann um die Python. Jetzt muss ich aber mal kurz Power auf den Antrieb legen, damit ich ein bisschen schneller drehen kann. Der muss jetzt schnell geröstet werden. Mehr Power wieder auf die Waffen drauf. Scheiße. Dreh dich. Shit. Ich krieg's nicht hin. Komm schon. Nur noch ein Stück. So, der erste ist down. Hat sich aber mal, wie ihr seht, ungefähr gar nicht rentiert. So, und jetzt kümmere ich mich noch um die Python. Das mache ich jetzt aber noch in der Folge. Keine Angst. Scheiße, und da hat sich noch jemand eingeschaltet. Oh, nö. Auch noch eine Viper. Mit so einem habe ich nicht gerechnet jetzt noch. Ich hoffe, dass mir nicht auf Dauer die Schildzellen ausgehen. Oh, jetzt habe ich zwei direkt gegen mich, Alter. Das wird ein richtig hartes Stück Arbeit noch. Das wird ein richtig hartes Stück Arbeit. Oh, nicht noch einer. Das gibt's nicht. Irgendjemand... Warte mal, greift mich da noch jemand an? Nee, oder? Irgendwann ist mir auch genug. Und meine Schilde sind down. Habe ich nicht mitbekommen. Schnell Schilde aufladen. Ein Glück ist das Ding schnell. Tja, Leute, ich glaube, da verpisse ich mich mal. Das werde ich nämlich sonst nicht überleben. Oder ich fliege jetzt erstmal einfach ein ganzes Stück weit weg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.